Das dauert ja nicht lange, dann haben wir es aber schon mal hinter uns. Und ich laufe nicht Gefahr, irgendwie einzuschlafen, weil man achtet nun wirklich nicht darauf, wo welche Schlafplätze kommen. Man sieht sie ja auch nicht immer. Und die habe ich gerade so schön offen gesehen. So. Lichtlein wieder anmachen. Und dann heißt es auch hier, kleine Nachtschicht einlegen. Die Holzfäller brauchen es ja quasi erst morgen früh. Hätten sie eigentlich auch mit einer Zeit unterlegen können. Aber okay. Dann ist es nun mal so. Aber ich denke mal, früh morgens werden die anfangen. Und jetzt wieder Vollgas, Autobahn entlang. 4 Kilometer sind es noch. 2:14 sind wir da. Gucken, ob wir da ein bisschen Zeit rausholen können, ein bisschen mehr Gas geben. Aber tun wir nicht. Also er berechnet auch teilweise wahrscheinlich so 100 km/h hier ein. Weil wir verlieren jetzt sukzessive an Zeit. Jetzt ist schon wieder 2:16 Uhr eingeplant. Wahrscheinlich immer ein bisschen mehr. Na, no, und hier müssen wir schon wieder einmal rumfahren. Das ist immer ein bisschen nervig. Aber sei es drum. Was gibt es aber noch für gute Simulatoren? Habt ihr irgendwie vielleicht eine Idee, eine Itze, was es noch so gibt? Aber ich habe schon mal so ein bisschen... Oh, hoppala. Also langsam lassen aber auch wirklich unsere Reifen ein wenig nach. Rennstreak war jetzt doch ziemlich lang gewesen. Ich habe halt schon mal so ein bisschen geguckt, so viele Simulatoren, gerade auf der Xbox gibt es ja nicht. Und auch in dem Umfang, was ich gerne haben möchte. Also ich will halt auch sehr viel mit dem Lenkrad spielen. So ein Taxi-Simulator wäre wirklich mal was Lustiges. Auch halt so ein bisschen in der Stadt integriert. Wow. Okay, Leute, Leute. Achtung, Achtung. Wir machen mal jetzt hier Warnblinker. Wo ist der hier? So. Das war aber wirklich schlimm gewesen. Ja, das ist ja... Soll ich... Krankenwagen... Ach, hat sich schon geregelt. Okay. Verzeihung. Gut, dann können wir wieder losfahren. Das ging ja fix. Aber auch nicht schlecht gewesen. Da war ja vor uns schon ein ordentlicher Unfall gewesen. Der Krankenwagen war aber schnell zur Stelle gewesen. Wir haben erste Hilfe geleistet. Der Frau geht's gut. Wir haben sie geheiratet. Es war Liebe auf den ersten Blick. Dann sind wir jetzt auch gleich hier angekommen. Wahrscheinlich wieder hier fast im tiefsten Norden der Karte. Ach komm, den können wir noch überholen hier. Wir müssen uns langsam mal Gedanken machen. Also falls, genau, dann können wir es auch so machen. Falls... kein neuer Klient freigeschaltet sein sollte, was vielleicht wirklich der Fall ist, dann gehen wir jetzt hier den Hänger ab, kassieren ein bisschen Kohle und werden dann gleich schon mal in die Garage gehen, die Reifen nämlich wechseln, weil es dann einfach wirklich irgendwann nervig ist, wenn die schon abgenutzt sind. So, hier rum. Und hier rein, okay. Schon gewundert. Hier war es immer so doof gewesen, weil, ach genau, deswegen.
Das habe ich erstaunlicherweise beim letzten Mal gut hinbekommen. Frag mich aber nicht wie. Ach, verdammte Scheiße. Verdammte Axt. Naja, gar nicht mal so schlecht, will ich mal meinen. Aber ganz ehrlich, den lasse ich hier auch so. So. Weißt du was? Was ist passiert? Sag nicht, dass du es vermasselt hast. Oh Mann, ich habe echt keine Zeit für sowas. Ach, dann machen wir uns einen kleinen Witz. Wow, Sven, ganz ruhig. Ich wollte dir nur mitteilen, dass ich den Anhänger dort geparkt habe, wo du ihn haben wolltest. Oh, okay. Entschuldigung, meinen kleinen Ausbruch. Stell dir mal vor, wir würden hier Audio-Voicemail machen. Naja, wie gesagt, es tut mir leid und danke. Jetzt sind wir auch hier. Du hast was Neues freigeschaltet. Du hast die passiven Eigenschaften auf die Langlebigkeit des Motors. Obwohl das gar nicht hier irgendwie beachtenswert ist. Der ist fast permanent auf grün, also da verfärbt sich kaum was. So. Bin ich mal gespannt. Und tatsächlich, hier haben wir ihn schon freigeschaltet. Und das ist halt nämlich das Gute. Achso, wir müssen das mal hier wahrscheinlich raus. Da fahren wir nämlich dann gleich mal hin. Also müssen wir hier so ein bisschen rauskommen. Alles hier ein bisschen eng und wird eng. Ja, komm gerade so vorbei. So. Da kommt doch ein Scheinwerfer. So, jetzt haben wir's. Vorsicht, Leute, bleibt doch mal ruhig. Dann gehen wir jetzt mal zum Elektrizitätswerk. Da hatten wir ja schon mal eine Ladung von, oder das war unsere erste Mission von Svenny gewesen. Da sollten wir mal die Holzspäne, also die Reste, zum Elektrizitätswerk bringen. Darüber wird dann Strom hergestellt mitunter. Da waren wir schon gewesen, den haben wir jetzt freigeschaltet und das ist genau der Punkt, was ich haben wollte. Ich fahre jetzt nicht allzu weit bis dorthin. Quasi wie auf dem Weg und werden uns da dann mal vorstellen, die erste Mission starten und dann halt mal so ein bisschen hoffen, dass wir immer so in den gleichen Gebieten verweilen und dann mal hin und her switchen können von Klient zu Klient. Das hat auf alle Fälle schon mal sehr gut gepasst. So fahren wir jetzt, hatte ich endlos langen Weg wieder zurück zu Sven. Das waren dann, glaube ich, fast über 6 Kilometer wieder gewesen. Hier sind es jetzt nur noch 2 Kilometer, dann sind wir auch schon da. Jetzt sind wir gleich auf der Autobahn. Ist dann schon fast die nächste Abbiegung rechts. Dann sind wir auch schon wieder drauf. Und ich krieg langsam tatsächlich etwas Hunger. Ja, genau, hier sind wir auch schon. Also, eine Mission werden wir noch einlegen. Dann ist aber auch für mich hier Pause angesagt. Oh, hier muss ich schon ein bisschen doll an die Bremse treten. Selbst ohne Anhänger. Ehrlich gesagt weiß ich aber nicht, was ein Elektrizitätswerk mit mir so vorhat oder mich gebrauchen könnten. Aber das werden wir dann alles gleich sehen. Und lesen, ja, dann ist es ja eigentlich auch nur noch die Mary Sullivan, das ist dieser komische Cowboy-Hut, ganz oben, so ein bisschen nordwestlich, westnördlich so, die dann freizuschalten ist und ja, dann sind alle Klienten quasi frei. Dann war es das dann auch schon. Also ein bisschen ist natürlich noch an Spielzeit, aber trotzdem... So, gerade. Achso, ja. Da waren mehrere Ausgänge. Ja, ich weiß auch nicht, was du jetzt hier mir eigentlich hoppla signalisieren möchtest.
Das Gute natürlich ist, wir haben hier direkt ein Bett. Das ist wirklich vom Vorteil. Und der Auftrag ist hier aber auch ein bisschen doof gelegen. So, David Tsung. Oh, klasse. Noch eine Sache, um die ich mir Sorgen machen muss. Beeil dich einfach. In Ordnung. Okay. Du bist der neue Fahrer? Oui, das bin ich. Ja, ich melde mich für meinen ersten Auftrag beim Kraftwerk. Ich bin der Bauleiter. Ich heiße David Tsung. Freut mich, dich kennenzulernen, David. Hör zu, ich stehe gerade unter einer Menge Druck. Kümmere dich einfach um das Transportgut, okay? Und es muss schnell gehen. Sehr schnell. Verstanden? Laut und deutlich, du kannst dich auf mich verlassen. Ja, wo ist denn. Ach. Jetzt ist. Ah, okay. Ah, ist natürlich auch doof. Aber okay, kriegen wir hin. Zack. Und dann fahren wir mal los. Oh, und den Motor dürfen wir nicht ausmachen. 5,6 Kilometer auf jeden gleich eine etwas größere Tour. Hoppala. Ja, und die Reifen, die sind schon wieder ein bisschen hinüber. Da bricht der Wagen auch ganz schnell aus. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Bus. Entschuldigung. Das war noch ein anderes Spiel gewesen. Ja, erstaunlich ist halt da wirklich auch, dass dann pro Klient, das ist mir mal so aufgefallen, nicht mehr Geld gibt. Also, wo man jetzt sagt, jetzt ab David Zung, wenn wir jetzt sehen, wie viel er verdient, da verdienen wir aber gleich bei der ersten Mission an 1000 Euro. Man fängt bei jedem Klienten fast mit demselben Betrag an. Bisschen eintönig, aber okay. Ganz schön lange Ausfahrt, sage ich jetzt mal. Das ist noch ein ganz schön langes Stück bis zur Autobahn. Machen wir hier mit 100 hier durch. So, einmal hier rum. Ach ja, schnell muss es ja auch gehen. 7 Minuten, 8 Minuten haben wir noch Zeit. Das sollten wir aber locker schaffen. Geplant sind 4 Minuten. Versuchen jetzt hier auch keine Regeln zu missachten. Na, ich schaffe es immer wieder, weil ich auch zu sehr Steuerkreuz am Lenkrad unten, nämlich ist bei mir mitunter auch bei Project Cars nämlich die Rückansicht-Taste. Deshalb bediene ich die mal ganz oft. Und dann bin ich da manchmal doch irgendwie so trantütig, dass ich die auch hier bediene und den Motor ausschalte. Dabei wollte ich eigentlich jetzt nur den Tempomat anmachen. Das ist nämlich Steuerkreuz-Taste oben. So, jetzt fahren wir hier einmal rum. Auch erst so geschlängelt. Dafür, ja, ist die Luftlinie eigentlich eine sehr kurze. Wir fahren eigentlich hier eigentlich nur die geschlängelten Linien. Wenn man schon wieder sieht, wir sind eigentlich nur noch bei 3 Kilometer. Dann fahren wir eigentlich fast nur noch hier rum. Und dann ist dann schon fast die nächste Ausfahrt, die Ausfahrt, die wir nehmen müssen. Brücke durch, denn durch den Tunnel haben wir auch schon wieder einen Kilometer. Also sind fast jetzt knapp einen Kilometer bald schon gefahren, nur um einmal hier rum unter die Brücke zu fahren. Der Tunnel ohne Licht quasi, nur am Ende des Tunnels kommt da so ein bisschen Licht. Wahrscheinlich jetzt hier am Tage nicht, aber auch ein bisschen neblig hier. Brennt hier irgendwas? Ja. Voll im Geschäft. Bin mal gespannt,
wenn das ganze Spiel hier so ein bisschen endet, wahrscheinlich können wir halt noch so ein bisschen frei Schnauze umherfahren. Aber viel wird dann auch nicht mehr sein. Denn ist eigentlich auch so Spielspaß dann eigentlich auch vorbei, wenn es keine eigentliche Mission gibt. Auf alle Fälle sind so die Dialoge auch ganz witzig gemacht. Lassen sich interessant lesen. Jetzt nicht super gemacht, aber die passen ganz gut. Halten so ein bisschen auf Trab und Stimmung. So. Hier ein bisschen aufpassen. Dann sind wir ja auch schon hier in Nähe bei Yonafuna. Liefern da zwar direkt nichts ab, aber könnte man ja fast schon einen Besuch abstarten. Hoppala. Bremsen. Ah, hier sind wir. Hier direkt am Hafen, da ist immer ein bisschen schwer. Er ist riesengroß, aber bis jetzt bin ich auch nur bei Nacht da durchgefahren. So. Ja. Weil man kommt hier rauf und denkt sich erstmal so, oh, verdammt. Nee, das denkt man sich nicht, sondern wo muss ich hier eigentlich lang? Da war es jetzt falsch gewesen. Ach. Ja. Ah, da hinten war. Ach, Mann. Ich glaube, da hinten war es gewesen. Das ist hier wirklich ein bisschen doof gemacht. Da hinten ist, glaube ich, nämlich die Markierung. Ist denn auch da ein Symbol zu sehen? Also auf der Karte hier rechts, auf dem Navi. Nee, in dem Sinne nicht. Also so richtig wissen, wo man jetzt hier halten kann, gibt es hier auch nicht. Aber okay, die Strecke ist gerade. So. Ich bin gerade noch rechtzeitig dort angekommen. Kann ich noch etwas anderes für dich erledigen? Danke. Ja, da gibt es es nur. Hallo, David? Jetzt bin ich auch gerade ein bisschen verdutzt. Bist du noch da? Krypto-Blob wurde soeben gehackt. Aha. Ich erwarte auch nicht, dass du das verstehst. Im Grunde bedeutet das, dass ich gerade alles verloren habe. Ich brauche jetzt etwas Zeit für mich. Hä? Das heißt, ist er jetzt noch hier? Der ist noch vorhanden. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, bevor ich jetzt hier auch gleich auf Wiedersehen sage und mich dann quasi Nachtschicht verabschiede, fahren wir oder gehen wir mal in die Garage. Viel an Geld haben wir ja auch nicht so richtig verdient. Und reparieren zumindest schon mal die Reifen und vielleicht rüsten wir ihn einfach mal so ein bisschen auf. Gucken wir, was wir so ein bisschen freigeschaltet haben. Neuer Motor wäre nicht schlecht zum einen. Wie gesagt, Reparatur, Reifen wechseln, das kostet jetzt hier nicht die Welt. Karosserie wechseln, Motor, zack. Ein neuer Motor kostet, ja, ist in Ordnung. Stoßstange, haben wir noch gar nichts freigeschaltet. Kabine XL, da bin ich jetzt so ein bisschen erstaunt. Hat sich eigentlich auch im Innenraum was? Nö, nicht viel oder gar nichts. Das ist eigentlich dann dasselbe Modell. Leistungsfähigkeit sinkt dadurch aber. Treibstoffverbrauch erhöht sich quasi, respektive ist besser. Also wir verbrauchen weniger Treibstoff. Irgendwie gefällt mir die kleinere Montur besser. Sonst, ja. Haben wir hier auch nichts weiter freigeschaltet. Das ist der Tour. Der sieht natürlich auch nicht allzu schlecht aus. Aber die sind alle jetzt irgendwann schon ein bisschen schlechter als meiner gerade. Na gut.
Ja, wie gesagt, dann haben wir das jetzt auch hinter uns gebracht. Dann sind wir jetzt direkt bei unserer Garage und dann gucken wir sowieso im nächsten Video weiter. Planen wir mal ein bisschen unsere Touren. Denk mal, dann geht es dann erstmal zu Svenny. Da machen wir eine Mission und dann gehen wir mal zum David Zung. Den arbeiten wir ja ein bisschen Zeit mal einräumen. Da wurde ja irgendwie gerade gehackt. Und werden dann, nachdem wir bei Svenny die Tour abgeliefert haben, im nächsten Video dann gleich mal wieder den Zung, den David Zung, anliefern. Aber das war's erstmal. Ich mache mich jetzt auch fertig für meine Nachtschicht. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend, schönes Wochenende schon mal voraus und ja, einfach je nachdem, wann das Video rauskommt, auch eine angenehme Woche. Macht's gut, auf Wiedersehen, bis später, tschüss. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be hers if only.